Die dritte. Nachdem wir jetzt erklärt haben, wie ein 2-Bit-Addierer funktioniert, geht es jetzt in den ersten Schritt der Realität. Aber nochmal kurz zurück zum Video. Was wir hier sehen, ist das Endgatter. Rechts sehen wir den Input A und B, wo wir Zahlen reintun können. Jede Zahl kann 0 oder 1 sein. In der Mitte ist das Kopplungsblech in Blau, das die Logik definiert. Und links haben wir oben das Taktblech, wo der Impuls kommt. Und unten das Ausgabeblech, wo wir das Ergebnis dann sehen, der Operation, der Endoperation. Und hier unten, wohl bekannt, die Wahrheitstabelle der Endoperation, wo man im Prinzip sieht, 0 und 0 gibt 0, 0 und 1 gibt 0, 1 und 0 gibt 0 und 1 und 1 gibt 1. Und jetzt sind wir zum nächsten Schritt übergegangen und wir sehen jetzt hier die Gatter. Das Blaue ist das, das wir uns heute anschauen, das Endgatter. Und das wollen wir mal kurz demonstrieren, wie es funktioniert. So, und jetzt machen wir das mal parallel. Wir zeigen das mal kurz vor dem Bild hier oder beziehungsweise hier. Da sehen wir jetzt eben zwei Eingabebleche, die rechts rausragen. Wenn sie ganz rechts sind, ist es 0, wenn man es reinschiebt. Wenn man 1 reinschiebt, zum Beispiel ist das A, wäre dann 1. Oder wenn wir das B reinschieben, dann haben wir für das B 1. Genau. Dann haben wir oben haben wir das Impulsblech, wo der Takt reinkommt. Und unten haben wir das Ausgabeblech. Genau. Und jetzt werden wir mal die Wahrheitstabelle überprüfen, ob die Theorie mit der Realität übereinstimmt. Also fangen wir an mit 0 und 0. Ergibt die 0. 0 und 1 ergibt die 0. 1 und 0 ergibt die 0. Und jetzt kommt 1 und 1 ergibt die 1. Perfekt, funktioniert. So. Jetzt zeigen wir mal kurz die Schritte, wie wir bis zu diesem schönen Endresultat gekommen sind. Und zwar haben wir dafür eine Software von der Firma Siemens verwendet. Und wir sehen jetzt hier so ein halbfertiges Undgatter, wo noch zwei Bleche fehlen. Wir haben rechts eines der zwei Eingabebleche. Wir haben oben das Taktblech und unten fehlt noch das Ausgabeblech. Wir haben das dann schön parametrisiert und zwar schon mal vorbereitet, dass man dann die Modelle auch in verschiedenen Skalierungen drucken können. Also das ist wie mit der Modelleisenbahn, da gibt es H0 und es gibt N und wir wollen dann eben verschiedene Größen auch machen können, je nachdem für welchen Anwendungszweck wir das brauchen. Und da können wir jetzt hier zum Beispiel insbesondere an dem Parameter Screw drehen, also für die Schraube, und zwar den Durchmesser der Schraube haben wir jetzt hier 5 mm und den können wir jetzt zum Beispiel verdoppeln auf 10 und dann wird das Modell auch gleichzeitig skaliert hier. Und dann gibt es so ein Standardformat, was man da verwendet. Das ist in unserem Fall, was haben wir genommen? 3mf, alles klar. Und dann wird das Ganze importiert in ein weiteres Programm, das für den 3D-Drucker dann verwendet wird. Und dann sieht man auch schon jetzt dieses Teil in dem neuen Programm. Sieht fast genauso aus. Und das wird jetzt hier, das hat spezielle Funktionen, die nötig sind, um dann das wirklich in 3D zu drucken. Jetzt hat man das zuerst drehen müssen. Und zwar deswegen, weil hier diese Brücke, die war vorher oben. Und das kann der 3D-Drucker nicht, weil der kann nur 45 Grad drucken. Also muss man es einmal drehen, weil das liegt dann auf einer Platte oft. Das sehen wir dann gleich. Und was müssen wir noch machen? Wir müssen es drehen und, ah ja, dann haben wir noch diese Teile dupliziert, weil in dem Modell, was wir gerade vorhin gesehen haben, da hatten wir quasi nur ein Eingabeblech und wir hatten auch nur das Taktblech und nicht das Ausgabeblech und deswegen auch nochmal dupliziert. Und jetzt sieht man das in einer anderen Darstellung, da kann man dann auch die verschiedenen Schichten sehen. Diese Wellenlinien, das ist das Filling, glaube ich, heißt es.
Das könnte man solide drucken, also komplett, aber um Material zu sparen und damit es leichter ist, tut man da irgendwelche Strukturen drucken, die für die Stabilität zuständig sind. Und jetzt kann man hier runterfahren und dann die verschiedenen Schichten sehen, die der 3D-Drucker dann von unten nach oben entsprechend aufbaut. Das ist die unterste Schicht und der druckt es dann von unten nach oben. Das wird so, ja, halbe Stunde, gute halbe Stunde dauern. 36 Minuten, bis es dann fertig ist. Was wir hier sehen noch, das ist eine eingebaute Kamera, wo man den Druckvorgang dann live verfolgen kann. So, und jetzt gehen wir rüber zum 3D-Drucker. Das ist ein 3D-Drucker Marke Eigenbau. Und was mich besonders fasziniert hat, ich habe das erst gar nicht gesehen, der wurde auch zum Teil bereits durch einen 3D-Drucker generiert. Also dieser Druckkopf, den wir hier sehen, der ist auch schon in großen Teilen ausgedruckt durch einen anderen 3D-Drucker. Ganz kurz zur Funktion. Wir haben hier unten eine Platte, die ist ein bisschen erhitzt. Dann hier natürlich der Druckkopf. Da wird von oben dieses Material zugeführt bzw. reingezogen. Das obere Teil heißt Extruder. Wird das Material hier reingedrückt und unten gibt es eine Vorrichtung, wo das erhitzt wird, damit es flüssig wird und dann kann das hier aufgetragen werden. Und man kann jetzt diesen Druckkopf hier ansteuern in verschiedenen Richtungen, XY und die Z-Richtung für die Höhe, die haben wir dann durch die Druckplatte. Und dann wollen wir jetzt einfach mal den Druckvorgang starten. Dann geht's los. So, jetzt fährt die Druckplatte erstmal nach oben und dann wird gemessen mit so einem Stift nochmal genau, wie hoch die Druckplatte ist an den verschiedenen Stellen. Den hellen, durchsichtigen Stift, ja, sieht man. Und der misst jetzt erstmal die Topologie von der Platte, weil das ganz wichtig ist anscheinend, dass die erste Fläche sauber gedruckt wird, sonst wird das nichts. Ah ja, und jetzt fängt er hier an, schon mal irgendwelche Konturen zu machen. Und man sieht jetzt auch schon Löcher. Wir drucken in Blau. Für das Endresultat wollten wir auch irgendwann mal die entsprechenden Farben drucken, aber da fehlt es gerade am Material. Also die erste Schicht wird langsamer gedruckt, damit es ganz sauber ist und später gibt er dann ein bisschen mehr Gas. Das ist wie mit dem Fundament. Das Fundament muss einfach passen. Sonst hilft das ganze Haus nichts. Wenn es unten nicht richtig ist, dann wird es nichts. So, wir haben jetzt hier Eingabeblech, Ausgabeblech, Taktblech. Dann kommt jetzt das zweite Eingabeblech, also haben wir vier von der gleichen Sorte, mehr oder weniger. Ach, was wir noch vergessen haben vorhin bei der Erklärung, war übrigens was natürlich zusätzlich zu den Blechen noch notwendig ist, ist der Käfig, wo wir das Ganze reinpacken, also das Gehäuse für das Schaltelement. Die Frage ist jetzt, die mich gerade umtreibt, wo ist das Logikblech bzw. wo ist das Kopplungsblech? Das müsste dann irgendwann später kommen. Ah ja, da kommt es ja schon. Jetzt kommt das Kopplungsblech der Unteroperation, das ja relativ einfach gehalten ist mit diesen zwei L-Ausfräsungen. Als Prototyp haben wir diese L-Ausfräsungen nicht ganz symmetrisch gemacht,
sondern leicht asymmetrisch, damit bei einer nicht ganz korrekten Eingabe der Null immer noch die Null rauskommt. Hier unten haben wir einen Ventilator. Den Lüster jetzt hier. Da dreht sich dieses runde Teil da, das hört sich ein bisschen. Der sorgt dafür, dass das Material abkühlt, damit es nicht zerfließt unten. Das muss ja dann auch relativ schnell fest werden. Hier oben haben wir das Filament, nennt sich das. Das ist das Material, das in so einer Rolle aufgespult ist und dann vom Extruder in den Druckkopf geleitet wird. Und unten, da ist da das Teil, was erhitzt wird. Und das nennt sich Hot End, wo dann das Material verflüssigt wird.
Und fertig.